Passtechnik 2. Für diese Passübung benötigen wir eine Hütchenstrecke von ca. 15 Metern Länge, bestehend aus drei Hütchen. Verteilen Sie zwei Spieler an das untere Hütchen und jeweils einen an die beiden oberen Hütchen. Der Spieler am mittleren Hütchen führt eine Auftaktbewegung durch und fordert das Anspiel. Nun führt er die Ballan- und Mitnahme mit der Außenseite durch und spielt mit dem oberen, sich zur Seite lösenden Spieler einen Doppelpass. Dieser Spieler führt nun einen springenden Übersteiger durch und spielt einen Doppelpass mit dem unteren Spieler. Nun nimmt der Spieler am mittleren Hütchen den Ball mit der Innenseite mit, während der obere Spieler einen Matthews mit Doppelpass durchführt.